Das Wort gleicht dem geschwingten Pfeil und ist es einmal deinem Bogen. Okay, stopp. Heute geht es nicht um altehrwürdige Lyrik, wie dieses Gedicht von Annette Droste-Hülshoff, sondern um ganz moderne, aktuelle Texte. Und zwar findet heute Abend im Kuba Nova der Tatwort Poetry Slam statt. Wir haben uns umgehört, was die Zuschauer erwarten. Ja, also eigentlich erwarten wir relativ viel. Hast du schon auf Facebook gepostet, dass Sebastian23 vorbeikommt? Ich freue mich auf viele unterschiedliche Texte, vielleicht auch irgendwelche unterschiedlichen Einsichten, also von wegen, dass man irgendwie ein paar Denkanstöße bekommt und dass es unterhaltsam ist. Gibt es denn irgendjemand, auf den du dich dann besonders freust, den du schon kennst von anderen Slams? Also heute freue ich mich besonders auf meine Mitbewohnerin, die macht nämlich heute mit zum ersten Mal und deswegen haben wir ein paar Leute animiert und gehen sie jetzt anfeuern. Insgesamt 8 Slammer treten heute bei diesem modernen Lyrikwettbewerb an und bringen ihre Texte auf die Bühne. Das Publikum bewertet die Vorträge, sodass am Ende ein Sieger gekürt wird. Hitzewellen, Hagel und Gewitterstürmen war vor allem eines in diesem Jahr besonders schlimm. Das peinliche Gemecker einiger unserer Mitmenschen. Es ist zu warm, es ist zu kalt und zu viel Regen und zu wenig. Für viele wird es immer nur dieser Traum bleiben, aber ich brauche Freiheit. Ich gehe auf Reisen, also öffne ich Türen, anstatt sie zu schließen und versuche jeden Moment bedingungslos zu genießen. Die unterschiedlichen Texte müssen ein bunt gemischtes Publikum begeistern. Warst du denn schon mal bei einem Poetry Slam? Nee, also wir haben das Thema in Deutsch bearbeitet, da kommt auch gleich meine Deutschlehrerin und dann wollten wir uns das mal angucken, wie es das in Wirklichkeit ist. Ich habe im Deutschunterricht mit meinen Schülern eine Lyrikreihe erarbeitet und dann zum Abschluss haben die Schüler eigenständig Poetry Slam Texte erarbeitet und wir haben einen Klassenslam gemacht. Hast du auch schon mal einen eigenen Slam vielleicht geschrieben? Ja, habe ich. Und worum ging es dann da? Um so die Situation gerade in Deutschland mit der AfD und der NPD und auch Donald Trump. Haben Sie denn auch schon mal selber was geschrieben? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich sogar wirklich noch gar nicht. Und du so? Meine Möglichkeiten, mich mehr verbal auszudrücken, sind da doch auch eher etwas zu beschränkt für. Deswegen überlassen wir das ja auch Profis wie Sebastian23, den wir in der Pause getroffen haben. Also du bist Poetry Slammer und nennst dich Sebastian23. Zwei Sachen, die erstmal ein bisschen kompliziert sind. Was ist denn ein Poetry Slammer, so deiner Meinung nach, in 3 Worten? 3 Worte sind relativ wenig. Ein Poetry Slammer ist jemand, der bei Poetry Slams live auf der Bühne selbstgeschriebene Texte vorträgt und sich dem Wettbewerb stellt, in dem das Publikum entscheidet, wer am Schluss gewinnt. Wie hattest du angefangen? Hast du einfach mal gedacht, ja, jetzt schreibe ich mal einen Text und stell dich mich da auf die Bühne oder wie war das so? Ja, das Schöne beim Poetry Slam ist ja, dass jeder, der mitmachen möchte, bei offenen Poetry Slams einfach hingehen kann und mit selbstgeschriebenen Texten auftreten. Als man mir in der Kasse sagte, dass ich keinen Eintritt bezahlen muss und Freigetränke kriege, wenn ich auch noch auftrete, bin ich sofort mit auf die Bühne. Ich dachte damals noch, es sei ein Improvisationswettbewerb, bei dem man die Texte live auf der Bühne spontan erfindet. Dann habe ich mich sehr gewundert, dass die anderen vom Zettel improvisiert haben, zum größten Teil. Und dann bin ich Letzter geworden. Gibt es da irgendwelche Themen, die immer wieder vorkommen in deinen Texten? Es gibt nicht direkt so Themen, die sich immer wiederholen würden. Es ist schon so, dass man gelegentlich vielleicht mal so den Philosophen durchhört, weil ich mein Studium nicht ganz abschütteln kann. Ich mache aber ganz verschiedene Sachen, dadurch wird es nie irgendwie eintönig. Ich mache meine Soloprogramme, ich mache Lesebühnen, Lesungen, Soloshows, Poetry Slams. Dann, dann wünsche ich dir einfach gleich noch viel Glück, auch wenn du es wahrscheinlich gar nicht mehr brauchst, weil du schon so ein alter Hase bist. Ja, ganz vielen Dank für das Wünschen des Glückes und für das Interview. Und als hätten wir es geahnt, hat Sebastian23 an diesem Abend tatsächlich gewonnen. Wie ihr gerade gesehen habt, war das echt ein sehr cooles Event, das gar nichts mehr mit den alten, langweiligen Gedichten zu tun hatte, die man so aus der Schulzeit kennt. Und wenn Annette Droste-Hülshoff vielleicht ein paar Jahrhunderte später gelebt hätte, hätte sie vielleicht auch eines ihrer Gedichte hier vorgetragen.